Ecstasy. 32 Lines für ein bisschen mehr Abwechslung. Yo. Racer Tier ist zurück und macht den Rap dann auch gescheit, denn der ganze Rest klingt hier immer gleich, so ein Scheiß. Ich halte das für ätzend, guck mal her, jeden Tag das gleiche Essen würde bald auch nicht mehr schmecken. Und genau so ist das auch mit Rapmusik, wenn man von der Scheiße schon Komplexe kriegt. Wenn man da nur zuhört, Flows müssen gut hören, Zeilen müssen reinhauen, flüstert man für Monate was auf wie beim Maibaum. Doch jetzt kann man bei den meisten dieser Rapper hier schon eigentlich vergessen, dass es Zeit wird mal zu wechseln auf das Radio. Dort hört man ständig viele Sätze und man hört auch wie die Leute dort vom Sender viel versprechen. Yep. Immer was ein bester Mix, beste Hits, die meiste Abwechslung, doch man hört dann, was es letztlich ist. Trotzdem kommt nur jede Stunde Katy Perry, man kann diese Sender, falls die Elend sind, gleich vergessen. Man findet man die ganze Szene peinlich, dann zeigt sich eine Quintessenz und eine Einsicht. Zum Rappen braucht man passende Skills, die dann zu burnen, dass das Plastik schon schmilzt. Und wenn man Abwechslung will, muss man einfach selber einmal Styles zeigen, selber nach dem Mic greifen und dann soll man Mühe auch nicht kleinschreiben. Racer T ist Inbegriff für Wunderflow und Freelance. Wenn ich schreibe, was ich denke, kommt das 100% von mir. Aber trotzdem willst du mir erzählen, dass ich weite, aber alle deine Freunde sind Kollegen, nur ein Scheiße. Gibt's bei meinen Sachen ein Problem? Oh ach so, in diesem Song soll es um Abwechslung gehen. Ich bin so abwechslungsreich und so wechsel mal das Thema. Nein, Spaß, doch meine Zahlen berechnet so nicht jeder. Und so zeichnet sich auch Abwechslung aus. Und das war's, ich bin raus. Jetzt könnt ihr meine Phrasen wieder klauen. Wie